Aloha, ihr Lieben aus Hawaii. Grüße ich euch ganz herzlich. Ich liege hier gerade am Strand und genieße ein wunderbares Feeling, hier am Meer zu sein, an diesem türkisblauen Meer mit diesen wunderbaren Wellen. Und ja, habe schon eine Menge hier gesehen: Schildkröten, Wale und so eine wunderbar großartige Landschaft, ja. Und bin jetzt seit ungefähr 2 Wochen hier, 3 Wochen bin ich schon hier, und die Zeit vergeht wie im Flug, und jeden dritten Tag wechsle ich sozusagen die Unterkunft und habe eine neue Freundin gefunden aus Kalifornien, die Tesha, und mit der verbringe ich jetzt seit 2 Wochen die Zeit. Die wollte nur eine Woche bleiben und jetzt ist sie auch schon 2 Wochen da. Hat immer wieder verlängert, weil es einfach so wunderschön ist. Das ist ein ganz besonderes Feeling, also anders kann ich es gar nicht beschreiben, weil es gibt überall auf der Welt schöne Landschaften und die Leute sind unglaublich freundlich hier und zuvorkommend. Und ja, jetzt am Freitag soll es wieder weggehen und ich weiß noch gar nicht, ob ich das machen kann. Bin aber auch ganz gespannt, was dann passiert. Jetzt ärgert mich gerade eine Fliege hier. Was will die denn von mir? Ja, was ich dann jetzt so weitermache, jetzt genieße ich es auf jeden Fall noch hier zu sein und wollte euch diesen Zwischenstand geben, wie es mir so geht und ja, wie es sich so anfühlt, hier einfach auf diesem wunderbaren Fleck. Meinen Lebenstraum habe ich da ja erfüllt, meinen Kindheitstraum, endlich mal in Hawaii zu sein. Ja, und am liebsten will ich gar nicht mehr weg. Aber wir werden sehen, was passiert. Es gibt ja auch noch so viele schöne andere Plätze auf der Erde. Irgendwo geht es dann schon wieder weiter. Und nichts mit Festhalten, immer in Veränderung. Und da möchte ich euch mit meiner Reise auch dazu ermutigen, solche Schritte zu gehen, in die Veränderung. Ich habe das mit Tesha auch erlebt. Ich habe ihr da, habe sie sozusagen gecoacht, dass sie ja, aus ihrem, sage ich mal, aus ihrem Trott aussteigt und voll in die Veränderung geht. Alles im Leben hat sich bei ihr jetzt gedreht innerhalb von kürzester Zeit durch mein Coaching, und ja, und dafür hat sich ihr Mann in dem Sinne bedankt, dass er für mich die Unterkunft mitbezahlt für die letzten, ich glaube, 10 Tage oder was das jetzt waren. Und das ist alles schon ziemlich cool, was da auf mich so zukommt. Das habe ich auch nicht erwartet. Und ja, bin happy, weil es ist sehr teuer hier zu sein in Hawaii, dass ich diese Möglichkeit, durch das, dass ich einfach, das war jetzt kein besonderes besondere Arbeit für mich. Ich habe das gern getan, das hat mir Spaß gemacht und ich staune immer wieder Bauklötze, wie schnell sich das Leben der Menschen da durch verändern kann und in ihre eigene Selbstverantwortung, dass sie da gehen und in ihre eigene Freiheit und Unabhängigkeit. Und das Wichtigste ist, zu lernen, keine Kompromisse einzugehen, vor allem mit sich selber. So, das war's jetzt. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.